Das sind die Gesichter, um die wir uns gleich intensiver kümmern. Mohamed Meda, 21 Jahre alt, lebt in Holland. Er trainiert von Dennis Grauel. Der bin ich. Mehr will er uns nicht verraten. Mein Kampfname ist Hurricane. Bin 20 Jahre alt. Schweiz-Deutscher, 66 Kämpfe, 58 Siege. Ich weiß gar nicht, wie viele Knockouts ich habe. Und auch er ist Polizist. Und auch er liebt das Kämpfen. I like challenge. I love challenge. I want to win. That's my dream. If you want to be the best, you have to win. Na, ich will das Beste geben, um zu gewinnen. Kokel will zeigen, wozu er fähig ist, wie stark er ist und dass er gewinnen kann. Natürlich habe ich einen Gameplan, aber das ist der Sieg. Mehr will ich nicht verraten. Ich kann den Leuten durchaus zeigen, dass ich gewinnen kann. Wenn ich verliere, verliere ich, aber ich werde gewinnen. Und die Leute, die hinter mir stehen, denen will ich natürlich zeigen, das Beste, was mir möglich ist. Also, vom Krieg müssen wir nicht reden, aber von einem interessanten Kampf dürfen wir ganz sicher sprechen. Der eine 21 Jahre, der andere, beide also noch junge Hosen im Ring geviert, aber Enrico Kehl schon unglaublich erfahren. Dafür stand Mohamed Meda unter anderem mit Gago Drago im Ring. Und den hat er vor 2 Jahren schlagen können. Das ist mal eine Hausnummer. K1-Siege, 4 Niederlagen. Da hat Enrico Kehl nach K1-Rules deutlich mehr Erfahrung gesammelt. Der Hurricane. Smarter, austrainierter, junger Mann. Ein gefürchteter Gegner. Gilt vielleicht sogar als der derzeit beste deutsche Thai-Boxer. Die größte Muay Thai-Hoffnung. Also das hört man immer wieder mal aus der Sportbranche. Enrico, the Hurricane! Der noch dazu den Bruder im Rücken. Also die beiden betreiben ja Kampfsport praktisch parallel. Juri Kehl und Enrico Kehl, kampfsportbegeisterte Familie ohnehin. Kehl in der grünen Hose. Die erste Runde läuft. Er muss hier der Favorit sein, in der Rechtsauslage agierend. Er muss hier dem Publikum deutlich mehr beweisen als Mohamed Meda. Schadet ja nicht, wenn ein Polizist sich gut verteidigen kann. Enrico Kehl in Polizeiuniform und auch im Privatleben eher der ruhige Typ. Für ihn ist es wichtiger, im Ring Leistung zu zeigen, als drumherum viel Quatsch zu machen. Viel an den Matenten zu feilen, das ist nicht sein Ding. Dein besonderes Gemüt kann ja sowohl im Beruf Polizist als auch im Wahlsport, in diesem Falle K1, durchaus der richtige Stöpsel sein. Abwartender Teil dieses Kampfes, so langsam aber sicher vorbei. Kehl diktiert das Geschehen von der Ringmitte aus. Come on.
Ja, bei Meda hat man das Gefühl, der hat noch nicht so richtig reingefunden in diesen Kampf. Bewegt sich viel, aber selten am Mann. Die letzten Sekunden, wir hören die Anfeuerung in der Fraport Arena zu Frankfurt. Ganz klar, dass die hier alle hinter dem Saalfelder Enrico Kehl stehen. Der hat das in Runde 1 zumindest sehr sicher im Griff. Oh, Vorsicht, gleich mal die kurze Trockene gegen Mohamed Meda. Der ist leicht angeklingelt gewesen, gleich nach dem ersten Schlag. Kehl merkt das. Kehl gibt noch ein bisschen Druck drauf. Und jedes Mal, wenn Meda kommt, wird er sofort wieder zurückgewiesen. Also wenn er nach vorne geht, muss er auch mehr agieren. Sonst hat er keine Chance, hier irgendwelche Akzente zu setzen. Jetzt auch noch ins Knie gelaufen. Marokkaner hat seinen Lebensschwerpunkt ja auch in den Niederlanden. Hat die harte Schule eigentlich gewohnt, findet sich in diesem Kampf allerdings noch gar nicht zurecht. Kehl ist klar Herr im Ring. Bestimmt das Tempo, diktiert das Geschehen. Hälfte der zweiten Runde rum. Unverändertes Bild. Jedes Mal rennt im Meter fast in die Schläge rein und dann muss er nach einem Körpertreffer zu Boden. Und da wird gezählt. Moniert dann Tiefschlag. Ich meine, das war ein Lebertreffer und dann ist er ausgezählt. K.O. in Runde 2 zugunsten von Enrico Kehl, der dem Gegner hier nochmal Respekt bekundet. Ja, scheint ein klarer Treffer unterhalb der Rippengegend gewesen zu sein. Rechts unterhalb der Rippen ja die Leber befindlich. Und wenn du da getroffen wirst, bleibt dir die Luft sowas von weg. Da hast du überhaupt keine Gedanken mehr daran aufzustehen. Ah, doch mehr auf die linke Seite getroffen, Rippenbogen, Solarplexus wäre auch möglich. Schauen wir nochmal drauf. Nicht deutlich auszumachen, aber auf alle Fälle unten an den Ansatz der Rippen irgendwo gesetzt. Schaut eher zentral aus. In jedem Fall kein Zweifel daran, dass das Ergebnis klar und deutlich ausfällt. Enrico Kehl mit dem Knie also zum K.O.-Erfolg. Erster vorzeitiger Sieg. Klarer Auftritt, 66. Sieg für Kehl. Ja, 66. Kampf natürlich, Entschuldigung, 58. Sieg. Macht seinem Namen also alle Ehre, hohe Zufriedenheit in seiner Ecke. Und Frankfurt ist sehr zufrieden.
Und dann haben wir ja noch was in petto. Natürlich der letzte Kampf des Abends. Zuvor allerdings das Gespräch mit Enrico. Jetzt habe ich Zeit für dich. Guter Kampf. Na, ich habe gesagt, ich wollte umsetzen, was ich trainiert habe. Und das hat genauso geklappt. Ich bin natürlich sehr froh über den TKO. Hätte nicht besser laufen können. War ein harter Gegner. Aber ich war besser im Ring als er. Können wir ein bisschen über den K.O. sprechen? Wir haben die Bewegung gesehen. Du wolltest ein bisschen runtergehen, bist hochgekommen mit dem Knie. Kannst du das erklären? Ja, ich habe meine Knie besonders hart trainiert, weil ich den niederländischen K1-Stil kenne. Die haben einen ganz speziellen Stil. Jedes Mal, wenn die einen Hook schlagen wollen oder einen Kick, ich habe da sehr stark trainiert, den Hook zu nehmen und dann mit dem Knie von unten zu kommen. Und dass das geklappt hat, ist natürlich toll. Ist okay. Glückwunsch. Und dann kommen wir noch auf den angesprochenen Kampf, den wir noch für euch haben. Ganz genau, Waldet Gashi gegen Tilo Schneider in Kürze.